Freunde, ich finde das neue Update mit der Yacht ja wirklich super cool. Das muss man echt mal sagen. Aber man kann mit der Yacht gar nicht rumfahren, weil die ja fest verankert ist. Ich würde aber so gern mit Booten oder sowas fahren. Oh Mann, ey, was ist denn das hier? Hilfe, ich ertrinke. Oh, Moment mal, ich kann ja schwimmen. Emily, ich komme. Was machst du denn hier? Lami, geht's dir gut? Du hattest gerade einen Helikopterabsturz. Hast du dir irgendwas gebrochen oder bist du auf den Kopf gefallen? Oh ja, tatsächlich habe ich mir etwas gebrochen. Und zwar mein Handy-Display. Das ist total zersplittert. Oh Mann, ey. Du bist echt ein Witzbold. Und ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Naja, Emily. Ich hab da etwas gehört. Und zwar möchtest du ja Boote fahren. Und da habe ich, glaube ich, genau das Richtige für dich. Ja. Ich kann dir einen Ort zeigen. Da gibt es richtig viele Boote und dann können wir auch ein bisschen damit rumcruisen, wenn du willst. Was? So ein Ort kennst du? Dann lass uns nicht lang warten. Lass uns direkt hin da. Naja, wir hätten ja theoretisch mit dem Helikopter dahin fliegen können. Aber das ist ja irgendwie kaputt gegangen. Okay, Lami. Wir sind zwar jetzt da, aber wo genau hast du mich hingebracht? Was machen wir hier genau? Emily, ich habe dich hier an einen Ort gebracht. Hier kannst du dein eigenes Schiff bauen. Und mit diesem Schiff müssen wir dann bis zum Ende an den Schatz gelangen. Und wenn wir das schaffen, Emily, dann können wir dieses Boot ins Brookhaven einfügen. Okay, ich muss sagen, das hört sich schon richtig cool an. Und ich glaube an uns, dass wir das Boot bis zum Ende bekommen. Ich meine, so schwer kann das ja wohl nicht sein und wir sind ja wohl Profi-Schiffbauer, oder? Naja, wenn du das wirklich so denkst, ich habe keine Ahnung. Okay, Freunde, als erstes haben wir jetzt dieses Grundgerüst und ich würde sagen, das sieht schon mal ziemlich gut aus, wie so ein richtiges Schiff, oder, Lami? Hey, schau mal, ich bin ein Delfin. So, Freunde, das ist jetzt unser fertiges Schiff. Ich finde, das sieht wirklich ziemlich cool aus, wie so ein richtiges Piratenschiff. Wir haben hier sogar so ein Lenkrad. Dann hat Lami hier so eine Treppe hingebaut. So ein kleiner Balkon oder so. Und wir haben noch dieses Ding hier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So ein Pfahl mit einer Fahne dran. Ganz genau. Lami, wie findest du unser Schiff? Schau mal, ich mach den Affentanz. Oh yeah, yeah. So, Lami, bist du bereit, aufs Wasser zu gehen? Oh yeah, aber sowas von. Ich bin gespannt, ob unser Schiff es schafft, bis zum Ende, also bis zum Schatz zu kommen. Oh, aber sowas von. Außer wir begegnen irgendwie einem riesen Stein oder so. Aber die ersten Steine sind auf jeden Fall schon hier, Emily. Wow. Warte mal, kannst du lenken? Lenken? Moment mal, ich versuche es mal. Oh, und? Nö. Warte mal, das heißt, wir haben ein Schiff, aber können es nicht lenken? Ja, so in etwa. Oh Mann, ich glaube, mit diesem Schiff schaffen wir es nicht bis zum Ende. Was ist das denn? Ist das ein Ballon? Ein Ballon, richtig. Okay, Lami, aber ich muss sagen, hier ist es wirklich schön. Aber unser Schiff kriegt echt schon ein bisschen was ab. Also, einige Blöcke sind schon fast weg, Lami. Ich hoffe wirklich, wir schaffen das bis zum Ende. Alter, wir sind hier in der Pilzwelt. Magisch. Das sieht wirklich cool aus. So, ein bisschen Holz ist schon weg, aber unser Schiff, Grund, also unser Boden,
hat es schon geschafft. Also das hat jetzt schon einiges ausgehalten. Naja, Emily, wir sind ja auch erst bei dem zweiten Level. Oh. Aber jetzt kommen wir durch das dritte Tor und ich bin gespannt, was wir jetzt so als Hindernis haben. Und zwar... Alter, Kristalle? Warte mal, was? Oh, lass welche... Lami, okay, ich wollte sagen, lass welche mitnehmen, aber pass wirklich auf, nicht, dass du dir irgendwas antust. Alles in Ordnung, ich gehe hier nur nach oben, also ich probiere es auf jeden Fall. Oh Mist, wir haben auf jeden Fall schon was vom Schiff verloren. Oh, weia, okay, das war echt knapp, fast wäre ich runtergefallen. Emily, du musst wirklich aufpassen. Oh Gott, ich komme mal mit hoch, hätten wir hier oben auch mal ein paar Stühle hingemacht. Oh, stimmt, Moment mal, Pizza. Pizza? Und was ist hier noch alles? Ganz viele Konsolen. Wie cool ist das denn, Lami? Oh, das ist so ein kleines Arcade-Center. Oh, Alter! Was geht denn jetzt ab? Wow. Hast du das gesehen? Ich bin fast gestorben. Oh ja, Moment mal. Unser Schiff wird einfach abgeschossen von diesen Arcade-Dingern. Oh, du hast recht. Aber das hält das richtig gut aus, Ouch. Lami. Ouch. Wo ist unser Pfahl hin? Oh Mist, der hat es wohl nicht mehr geschafft. Oh, nein! Oh Gott, aber wo sind wir jetzt hier gelandet? Brezeln? Wo sind deine Haare hin? Wo ist mein Stuhl hin? Oh Gott, Lami, ich muss das jetzt irgendwie aushalten. Setz du dich einfach mal hin, okay? Oh, wirklich? Du bist aber wirklich ein Gentleman. Mhm, ich hab das schon. Ich esse hier alles auf. Mhm. Kommt her, Hot Dogs. Oh Mann, aber ohne Haare sehe ich wirklich komisch aus. Naja, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass unser Schiff es so weit schafft, Lami. Hey, zweifelst du etwa an unseren Bauskills oder was? Naja, zweifel nicht. Ich zweifle eher an den Blöcken, aber die sind richtig stabil. Oh, meine Haare sind auch weg. Oh nein, und der zweite Stuhl ist jetzt auch weg. Okay, Lami, wir müssen uns jetzt ganz gut festhalten. Oh Mist, der Boden geht langsam kaputt. Oh, die Zuschauer müssen unbedingt jetzt in die Kommentare schreiben, schaffen wir das noch mit diesem Schiff? Oder wird unser Schiff auf jeden Fall versenkt? Oh ja, oh Mist, fast wäre ich hier runtergefallen. Freunde, schreibt das wirklich mal in die Kommentare. Aber Lami, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Bomben und Aliens? Oh, Alter, das ist wirklich mega abgefahren. Oh Gott, Ouchie. Lami, ich habe wirklich Angst, ins Wasser zu fallen. Hey, die nehmen unsere Blöcke mit. Wartet, lass das mal lieber. Oh, die Aliens nehmen gleich auch noch mich mit. Was? Von den Aliens? Oh nein, ich glaube heute nicht. Oh Gott. Emily? Sind wir jetzt in der Schule gelandet? Also, um ehrlich zu sein, haben wir wirklich nicht mehr viel übrig vom Schiff. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Du hast wirklich recht. Ich habe auch richtig Angst, mich hier zu bewegen, weil jeder falsche Schritt, oh Gott, könnte der Tod heißen. Lami, ich habe hier wirklich... Lami, Auweia, alles in Ordnung. Wir schaffen das, hoffe ich mal. Okay, aber wir müssen wirklich nicht mehr viel. Wir haben, glaube ich... Nur noch dieses hier. Oh, Emily, das schaffen wir nie und nimmer, oder? Nein, das sieht gar nicht gut aus. Nein! Oh, Lami, wir haben das Ziel wirklich ganz knapp verfehlt. Und du weißt, was das heißt. Wir werden jetzt ein krasses Militär-Megaschiff bauen. Und du wirst mir dabei helfen. Na gut. Wenn es sein muss. So, Freunde, das ist jetzt unser Schiff. Es ist wirklich nicht schön, aber darauf kommt es nicht an. Es muss halten. Und dafür haben wir
jeden Block, den wir haben, benutzt und alles so sicher wie möglich gemacht. Ich hoffe wirklich, diesmal kommen wir ans Ziel. Lami, was denkst du, haben wir diesmal gute Chancen? Naja, Emily, sag mal so, wir werden den Zuschauern jetzt auf jeden Fall beweisen, dass dieses Schiff es bis zum bitteren Ende schafft und wir werden gemeinsam den Schatz holen. Deswegen, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. So, wir sind jetzt losgefahren und haben schon einiges verloren. Oh Gott, Lami? Guck dir das mal an. Du kannst es diesmal steuern, oder? Ja, aber richtig schnell, ey. Schau dir das mal an. Ich bin richtig schnell wie Lightning McQueen oder Sonic. Oh, abgefahren. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum ersten. Okay, ich habe wirklich ein gutes Gefühl, dass wir es diesmal bis zum Schatz schaffen. Bei Lami, wir haben so viele Blöcke, das kann ja gar nicht kaputt gehen. Und wenn wir am Ende auf einem Block stehen, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Oh, das kannst du laut sagen. Moment mal, ich will hier bloß nicht viele Blöcke verlieren. Mhm. So, und weiter geht es. Oh ja, du kannst das Schiff ja steuern. Das ist wirklich gut. Deswegen fahr mal zwischen den Steinen. Oh Gott, was geht denn jetzt ab, ey? Sag mal, ist das etwa schwer, das so zu steuern? Ja, das ist gar nicht mal so einfach, wenn ich ehrlich bin. Mhm, okay. Aber ich muss sagen, du machst das schon ganz in Ordnung. Lami, ich glaube an dich. Alter, was fliegt denn da auf uns zu? Oh Gott, was ist das? Salat? Ich glaube, das sind diese Wüstendinger. Du weißt schon, was ich meine. Die Wüstendinger. Aha. Ja, verstehe, was du meinst. Genau, wir sind nämlich gerade hier im Wilden Westen. Ah, okay, das ergibt Sinn. Wow, okay. Wir sollten nicht kopfüber fahren, Lami. Darauf musst du schon achten. Ja, das schaffen wir schon. Ob wir jetzt kopfüber zum Schatz kommen oder auch rückwärts oder keine Ahnung wie. Hauptsache, wir kommen an und Alter, wie lecker sieht das denn aus? Sind wir hier gelandet? Können wir... Ein Zug! Oh Gott! Können wir hier nicht bleiben, Lami? Eis, Törtchen und Lollis? Das ist ja ein absoluter Traum! Oh ja, und jetzt sind wir hier im... Oh Gott, Klavierland? Wow! Schmeißen die etwa Noten auf uns? Ja, aber zum Glück keine Schulnoten. Nichts wie raus hier. was passiert hier? Oh Gott! Ich glaube, das Wasser geht weg. Ah, verstehe. Oh, Lami, ich dachte gerade schon, das kann ja nicht gut gehen, nur Wasser. Aber wenn es so weitergeht, kann das ja ziemlich lange dauern. Du musst jetzt wirklich schnell durchrasen. Mhm, ich warte und... Nun, komm schon, let's go! Mit Vollgas! Lami! Nein, wie knapp, ey! Oh Mann, wir haben es wirklich fast geschafft. Aber Lami, ein Lob an dich. Du steuerst dieses Schiff wirklich gut. Mhm, das kannst du laut sagen. Moment mal, ich aktiviere mal unsere Luftballons, ey. Lami, da kommt eine Welle. Was geht jetzt ab? Oh Gott! Was? Bis an die Decke? Oh Mann, das ist ja wirklich schlimm und mir wurde auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Oh, es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Kontrolle mehr übers Schiff. Was? Keine Kontrolle mehr? Wir haben auch gar keinen Antrieb, außer dein kleines Ding da hinten. Oh, und guck mal, wir haben ein riesiges Loch im Schiff. Wir dürfen bloß nicht da rausfallen, okay? Oh, du hast recht, aber diese Tentakeln machen es uns ziemlich schwer. Okay, jetzt sind wir hier im Malerland angekommen, oder was ist das denn? Oh wei. Du veränderst die Farbe vom Wasser, Lami. Tue ich das? Moment mal, wo sind eigentlich meine Haare hin? Du siehst ja aus wie ein kleiner Opa. Hey, du siehst aus wie ein Opa. Naja, nein, mein Stuhl. Oh Lami. Oh Gott. Was soll ich jetzt machen? Setz dich auf meinen Stuhl, okay? Warte mal, das ist, glaube ich, nicht so schlau. Deiner ist ja kopfüber. Ich muss hier irgendwie auf den Blöcken stehen bleiben. Du schaffst das schon, Emily. Fall bloß nicht runter. Wow!
Army, ich werd's nicht schaffen. Oh Mann, Freunde, ich hab's leider nicht geschafft. Ich hab den Schatz nicht bekommen und nach Brookhaven bin ich auch nicht gekommen. Und Lami hab ich am Ende auch noch verloren. Ich weiß gar nicht, ob er es überlebt hat oder ob's ihm überhaupt gut geht. Ich hoffe wirklich, er hat's bis zum Ende geschafft. Emily, ich bin da. Ich hab den Schatz geholt. Wir haben es doch noch geschafft. Was? Du hast den Schatz geholt? Also können wir ihn nach Brookhaven nehmen. Leider nicht mit dem Schiff, aber wenigstens den Schatz, Lami. Oh Mann, das war eine totale Katastrophe. Unser Boot hat gar nicht gehalten und wir sind so oft untergegangen. Lami, das machen wir nie wieder. Aber Freunde, falls euch dieses coole Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss.